So, da bin ich genau an der Stelle, die ich schon genannt hatte. Das heißt also, bin ich hier oben, habe ich mich vertan, sondern hier, wo das Gelbe war. Natürlich vergessen, dass davor wieder diese eklige Sprungstelle war, wo ich davor schon ständig verreckt bin. So. Und wir können hier weitergehen. Zur nächsten Sprungstelle. Na gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Okay. Ich hätte das Hive-Ding anziehen sollen. Oh Gott. Talisman, wodurch ich nur ein Leben verliere. So, ist geschafft. Gott. Moment. Da oben sehe ich eine Metalltür. Metalltüren waren bisher immer gewesen, wo Bosse sind. So wurde nach einem Arena-Kampf ist. Wie soll denn das gehen mit so wenig Leben? Ganz kurz. Gibt es eine Abkürzung? Nö. Ich muss von hier diesen beschissenen Weg gehen. Uff. Na mal gucken. Sehen wir mal, was uns hier erwartet. Oh. Gut. Was? Was bist du? Ah, danke. Kriege ich bitte ein bisschen Seele? Ich finde es sehr nett, dass er uns hilft. Oder sie wahlweise. Aber um Himmels Willen, wie soll ich denn dort mit vollem Leben ankommen? Na gut. Weiß nicht, vielleicht soll aus das Haifherz? Ja. Na gut, ich guck mal, wie ich da hinkomme. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Ich habe mich nur zweimal treffen lassen. Schauen wir mal, wie der Kampf jetzt wird. Also, wo kommen welche her? Ah, Mist. So. Okay, da kann ich eigentlich gleich weggehen. Nochmal heilen. So, was kommt jetzt? Oh Gott. Oh Gott, abtrünniger Hascher. Schattending ist echt gut. Was? Okay. Diesen Wellen, da kann ich wahrscheinlich wirklich nur mit diesem Schatten Schattenfähigkeit ausweichen. Aber habt ihr gesehen, wie oft wir da durchdodgen konnten beim Boss? Okay, das testen wir gleich nochmal. Bis gleich. So, hier sind wir nochmal. Aber ich muss wenigstens versuchen, bei den anfänglichen Viechern keinen Schaden zu nehmen. Das wäre bestimmt empfehlenswert. Denke ich. Eins, zwei. Okay. Dankeschön. So, jetzt gucken wir mal ein bisschen besser mit Wasser. Also, abtrünniger Herrscher. Da müsste ich. Huh?
klotze mal ein bisschen Schaden. Okay. Ich weiß nicht, ob es so clever ist, wenn er das macht, da ranzugehen. Ich glaube, da sollte ich lieber wegdashen, warten, dass eine Welle kommt und randashen. Er macht ja... Ich habe eine Welle zumindest gesehen. Ja, mit der Riesenkeule macht sie wirklich wenig Schaden. Interessant wäre natürlich, wenn wir so oft durchstechen, ob wir vielleicht den Langnagel austauschen gegen dieses Sharp. Ich weiß aber nicht, wie viel Schaden wir damit mehr machen. Zumindest wenn man unsere Rüstung dasht, können wir gegendashen. Mal gucken, ich probiere es noch einmal ohne. So, nachdem ich das letzte Mal mit vollem Leben hier da war, habe ich diesmal nur 5. Man wird irgendwie immer schlechter. So. Toll, jetzt kriege ich sogar Schaden hier dadurch. Also jetzt mal einmal. Das war ganz schlecht. Ich werde nicht lange leben. Na gut, aber wir können ja ein bisschen üben. Zumindest ein paar Attacken von ihm. Genau das zum Beispiel. Okay, da muss ich ein bisschen... Okay, hatte ich keine Chance. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Wir üben mal wieder. Das Problem ist, wenn die wirklich auf mich zugerannt kommen, das kann ich irgendwie schlecht telegrafieren. Im Gegensatz zu den anderen Attacken. Diese kleinen Mantis-Viecher. Dankeschön. Aber was die macht? Okay. Hammer. Boah. Dicker. Nächstes Mal, wenn er diesen Bodenangriff macht, müssen wir... ausweichen. Okay, in falsche Richtung. Oh, das ist manchmal so lang. Genau. Was? Ach, shit, wie hätte ich denn da ausweichen sollen? Ja, Mist, da stand ich falsch. War aber gar nicht so schlecht, wir sind den Wellen ausgewichen, das hat mir ganz gut gefallen. So, hier bin ich wieder. Ist mit vollem Leben, da werde ich bestimmt bei den Erstgegnern ein bisschen Probleme haben. Toll, danke. Gut. Wir warten mal, was der Linke macht. Der Linke macht das. Klaus, kannst du es übernehmen? Okay. Da ich mich kaum heile, könnte ich überlegen, einfach anzugreifen. Einen Angriff irgendwie nicht hin. Zu telegrafieren. Okay, wenn ich immer dran stehe, kann ich aber auch gleich sterben. Warum hat er mich nicht getroffen? Was?
Kloss ist aufgespießt, aber nochmal gewehrt, ja. In Richtung. Boah, ich habe ganz schön viele Fehler gemacht, aber Durchlernen hat man den rausgekriegt. Ja, ging. Abtrünniger Mantislot. Wir hatten gegen die Mantislots gekämpft. Die haben ja zumindest uns Ehre erwiesen. Und waren ja irgendwie zumindest noch halbwegs gut gewesen. Aber dieser hatte ja auch diese Infektion, wie es aussah. Schon interessant. Und müssen wir mal genau die Lore durchlesen. So. Wir haben einen Eintrag gekriegt. Abtrünniger Herrscher. Moment. Entthronter Fürst der Mantis, des Mantisstamms. Verfiel der Krankheit willentlich und stellte sich gegen seine Schwestern. Okay, wir hatten diese drei Schwestern. Es war also einer Loten, drei Schwestern. Auch ich habe diesen Wunsch verspürt, den Wunsch, die Krankheit in mich aufzunehmen, stärker und mächtiger zu werden. Solche Gedanken spuken in den schwersten Zeiten mein Träumen umher. Eine falsche Hoffnung. Doch im Geiste kann sie so hell lodern. Los. Aufgespießt mit einer Attacke. Aber hast zumindest nochmal die Maske zu schlagen. So, und Hinrichtung Achievement. Mal gucken, was das ist. Siege den abtrünnigen Herrscher. Okay. So, ist hier irgendwas noch? Na gut, gehen wir mal nach links. War nicht ohne. Ganz schön viel Leben gehabt, fand ich. Guckt mal hier irgendwelche hellen Zweige. Oder Wurzeln. Wer ist das hier? Schützen. Da sind mehrere Mantis, die sind gestorben. Ich denke mal, diese Person, also, ha, ich denke, es ist euch klar, denke ich auch, zumindest dieses Nest, dieses Ei, diesen Kokon geschützt. War vielleicht doch ein guter Ritter, guckt mal, er sieht doch, oder sie sieht relativ edel aus. Nun gut, gehen wir mal rein. So. Mal runter einfach nur. Ich muss. Okay, normal sieht das schon relativ einfach aus, oder? Man hat ja sonst immer alles mögliche andere an Wanddeko. Das hier einfach so ein paar kleine einfache Steine. Wo sind wir denn hier gelandet? Man muss sich überlegen, das ist alles Zeug, was man. Hätte man jetzt stur nur diese drei Träume besiegt, wäre es nicht weitergegangen. Das hätte man nicht entdeckt. Moment. Traumnageln wie immer. Es kann den Geist eindringen. Dann sollen die Siegel durch seine Klinge brechen. Oh, sie kriegt mit. Sie kriegt mit, dass ich das mache. Und nimm mal zu. Guck mal die Augen. Weiße Dame. Du bist angekommen. Ein weiter Weg, um mich zu finden. Brauchst du meine Hilfe? Da hat der Weg dich zufällig herverschlagen? Ist es wahr? Wahr, dass du erwartet wurdest? Nein, das ist vielleicht nicht ganz richtig. Jemand wie du wurde wahrlich erwartet. Ich habe ein Geschenk für einen wie dich aufbewahrt. Die Hälfte eines Ganzen. Wenn vereint, wird große Kraft gewährt und auf dem Weg, der vor dir liegt, ist große Kraft vonnöten. Und wir bekommen... Weißes Fragment. Das ist ein Talisman. Fragment eines weißen Talismans. Es kann nicht ausgerüstet werden. Es ist dem halbblütigen Kind gegenübergestanden. Sie ist ein harter Gegner, stark im Geist und Körper. Der Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten, auch wenn sie nicht viel Zeit zusammen hatten. Moment. Halbblütiges Kind, das ist Hornet, nehme ich an. Harter Gegner, stark. Der Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Welchen Frauen sind mir denn noch begegnet? Hera. Echt Hera? Könnte sein.
Ich habe dem Wurm seine Tändelei. Moment. Ich habe dem Wurm seine Tändelei als Handel niemals missgönnt. Ich empfinde sogar eine gewisse Zuneigung zu der entstandenen Kreatur. Moment. Wir müssen das mal ganz kurz ein bisschen auseinandernehmen. Ich habe ihm das nie, Wurm. Und wir wissen, aus dem Wurm ist der König geworden. Hier heißt es auch Weise Dame, Garten der Königin. Dann ist das also die Königin. Das ist also wirklich die Königin des Reichs. Und ihr Gemahl hatte eine Tändelei als Handel. Und aus dieser Tändelei ist eine Kreatur. Und ist die Tochter vom König? Das ist ja interessant. Das heißt, der König hat also mit wahrscheinlich Hera zusammen ein Kind gemacht? Warum? Wenn ihr beide jemals denselben Pfad einschlagen solltet, könntest du womöglich eine mächtige Verbündete gewinnen. In meinen Wurzeln kann ich das Schwächeln des Gefäßes deutlich spüren. Es kann nur zwei eindeutige Ergebnisse zur Folge haben. Das erste ist auf diesem Kurs unvermeidbar. Rückfall. Alle Geister fallen der bösartigen Seuche zum Opfer. Ich bevorzuge das zweite und würde dich um Hilfe ersuchen, damit es dazu kommt. Ersatz. Ich verliere dich an, stürze das Gefäß, seine Stärke wurde falsch eingeschätzt. Es wurde durch eine Idee verdorben, aber du bist frei von derlei Makel. Du könntest dieses Ding daran eindämmen. Okay, also das ist eigentlich der Hinweis darauf, dass wir... Nee, eigentlich nicht. Also ich hätte nur gedacht, dass wir sollen das Gefäß zerstören und das in uns aufnehmen. Ich dachte gerade, dass es genau dasselbe ist wie vorher. Dass wir halt wieder das nächste Gefäß werden. Aber dann, was wir gerade machen, ist ja eigentlich eine Erweiterung dessen. Oder aber wir machen es richtig im Gegensatz zum vorhergehenden. Wir besiegen das halt irgendwie intern und werden trotzdem das Gefäß. Irgendwas sowas. Ja. Ich muss jedoch warnen, das Gefäß selbst mag schwach sein, aber diese Macht in seinem Inneren steckt es gewaltig. Okay, also der Hollow Knight fand ich es nicht so schwach, aber da drin ist es stärker. Also müssen wir wahrscheinlich noch was besiegen danach. Übernahme seiner Rolle überfordert auslöst ordentliche Kraft. Bereite dich gut vor, bevor du dich dieser Aufgabe stellst. Bereite dich gut vor, aber zögere nicht zu lange. Würde das Gefäß frühzeitig sprechen, so würde die Seuche mit gebündeltem Zorn und Gewalt einer Ewigkeit der Gefangenschaft herausfluten. Nochmal Trommler. Okay. Interessant. Haben wir das gemacht. So. Das heißt, wir müssen schauen, wie wir das zweite Teil finden noch. Ein paar Traumbosse natürlich. Dann haben wir das mit der Blume. Oh, ich will gar nicht wissen, wie wir von hier bis dort hinten in Latschen. Wahrscheinlich über den See. Den Fahrstuhl runter. Oder? Na, oder wir gehen hier rüber und dann durch die Nebelschlucht. Das Problem ist ja die Dornen. Oh, ich werde so oft sterben. Na gut. Was bleibt uns noch? Die Bosse. Dann irgendwie, was auch immer hier ist. Na gut, ich schau mal, wo es mich als nächstes hin verschlägt. Ach nee, hier ist ja auch noch was. Schaut an, da können wir noch hingehen. Das mache ich, glaube ich, als nächstes. Bis dahin. Ich bin übrigens gegangen und guckt mal, der Geist. Das war ja was, ein wacher Kampf zwischen zwei mächtigen Kriegern, so intensiv, so spannend. Es ist wirklich alles, was ich mir erhofft hatte. Danke für all deine Hilfe, mein Freund. Für einen winzigen Käfer hast du ein heldenhaftes Beispiel gesetzt. Wir werden uns wiedersehen, da bin ich sicher. Och Mann. Wollte immer kämpfen und bin zur Seite und starb beim ersten Großen. Bald auf dem Weg. Nulla wartet und ich bin hier unten fertig. Ich genieße den Moment nur noch etwas länger. Traurig. Nachdem Quirrell schon weg war. Na gut, ich mache mich weiter mal auf dem Weg.